Hallo, bist du auch Gundula? Oh, er sagt, nee, ich das bin... Ist Cordula. Ach, Cordula. Hallo, Cordula. Oh, jetzt ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, 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 noch schneller. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, dieses Video startet jetzt mal im Auto. Ja, denn heute wollte ich einen Vlog drehen. Denn heute steht so einiges an. Ich bin jetzt auch aktuell gerade schon im Stall, denn ich wollte meine Reitstiefel einpacken und meinen Reithelm, denn ich reite heute ein fremdes Pferd. Also ich reite nicht Darko, aber ich fahre zu einer Freundin und meine Freundin hat 4 Pferde und wir wollten eigentlich schön ausreiten. Nur leider spielt das Wetter heute so gar nicht mit, also wirklich komplett gar nicht. Es ist nur am Regnen, aber egal. Wir sind ja nicht aus Zucker und... Ja, wir wollten uns jetzt beim Bäcker treffen, dann wollten wir noch einen Abstecher zu Crema machen und noch zu Equiva. Wir freuen uns richtig, wir machen heute einen kompletten Shopping-Day, denn wir brauchen noch so einige Sachen. Denn sie hat sich auch, genau als ich Darko gekauft habe, hat sie sich auch ein Pferd gekauft. Ja, und da fehlen noch so ein paar Sachen, die man doch benötigt. Deswegen, ja, wollten wir zu Crema, denn es gibt 20% auf alle Felix Bühler Sachen. Und Equiva, da war ich persönlich noch nie. Ich war noch nie bei Equiva. Ihr könnt mir das mal unten in die Kommentare schreiben. Wo geht ihr am liebsten shoppen? So für Reitsportartikel? Eher zu Löstau, Crema, Equiva oder vielleicht doch nur irgendwie so der Hofladen quasi bei euch nebenan. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wo ihr gerne eure Reitsportartikel-Sachen shoppt. Ja, und ich würde sagen, ich hole jetzt schnell meine Sachen. Ich gucke mal, ob der Bub schon draußen steht, weil ich habe gerade gesehen, dass die Pferde jetzt hier gerade wieder rausgeführt werden. Vielleicht ist mein Dicky ja noch drin und ich kann ihm noch schnell Hallo sagen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Da freue ich mich, dass er draußen steht. Und heute Abend fahre ich dann eh nochmal in den Stall und wir wollen ein bisschen longieren. Ja, ich hoffe, ich kann euch da die Kamera auch mitnehmen. Ich hoffe, ich kann euch da auch mitnehmen und die Kamera irgendwo aufstellen. So wollte ich sagen. Und vielleicht haben wir Glück und vielleicht kommt ja auch Björni mit, weil dann kann er richtig schöne Aufnahmen machen. Ja, ich will jetzt auch gar nicht weiter lange reden. Ich packe jetzt die Sachen ein und dann fahren wir los. So, wir sind jetzt beim Bäcker angekommen. Das ist krass. Ja, wir haben uns jetzt hier schon ein richtig schönes Starterfrühstück geholt. Wir werden uns das schwesterlich teilen. Und dann geht's zu Crema. Was willst du dir eigentlich kaufen? Also, ich brauche auf jeden Fall Sattelschoner, eine Longe vielleicht. Eine Longe brauche ich auch noch. Wenn die da lange haben, sonst gucken wir bei Equiva, da wollen wir vielleicht auch noch hin. Genau. Und Kleinkram irgendwie. Einen Schwamm brauche ich noch mal, ein paar Leckerlis. So. Ein Schwamm, ganz wichtig, ein Schwamm. Ja, ich brauche auch noch eine Longe und ich habe gesehen, bei Equiva haben die sogar eine 9 Meter Longe. Ja? Ja. Dann also müssen wir zu Equiva. Gut, wir lassen uns jetzt schmecken. Guten Appetit. Eine Autobrille. Und jetzt ist ganz bekacktes Wetter. Wetter, ja. Und wir fahren jetzt zu Cramer. Und wir waren bei Equiva. And we have shopped so much things. Und wir wollten ausreiten, aber nein, sieht nicht danach aus heute. Nein, es sei denn, wir wollen nass werden. Wir wollen eine Bart nehmen. Wir wollen eine Bart nehmen, weil Duschtag ist auch schon ein bisschen her. Ich habe Shampoo und Stahl, können wir uns eintreiben vorher? Können wir gleich die Pferde mitwaschen? Ja. Ernie hat es nötig. Ernie ist ein bisschen gelb. Ein bisschen gelb. Ein bisschen schimmelgelb. Schimmelgelb. So. Also, wir fahren jetzt noch zu Crema, um was zu kaufen? Gar nichts. Gar nichts. Es gibt ja gerade aktuell 20% auf Felix Bühler Sachen und ich bin echt am überlegen, oh, ich muss bremsen und ich bin am überlegen, ob ich mir ein Turnierjackett kaufe, wenn ich jetzt 20% bekomme und eine Turnierreithose und eine Trense und eine Trense und ich kaufe vielleicht noch billige Glocken, weil sie hat jetzt gerade Glocken gekauft, nur mal so für 20 €. Ja, aber ich möchte auch noch billige kaufen. Also kurze Eckinfo, ihr Pferd ist 4, ne? Ja. Und hat sich jetzt zum zweiten Mal den Huf
Schuhe aus uns. Also das Eisen. Ich sage immer die Schuhe, Hufschuhe. Innerhalb von 5 Wochen. Ja. Und jetzt hat sie teure Glocken gekauft. Na, ob die halten. Die hatten ja auch keine billigen. 10 Euro. Ja, aber die sind kacke. Die sind halt kacke. Na gut, oh, hier muss ich runterfahren. Ja, okay, auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Tschüss. So, ich muss das mal so halten. So, ja, so. Wir sind bei Creme angekommen und Christine geht jetzt erstmal in den Intensivbereich und wird ein bisschen operieren gehen. Wir haben fleißig bei Equiva geshoppt. Ich habe 67 Euro da gelassen und du 60 und meine Tasche war doppelt so voll. Du hast ja den Billokram gekauft. Also ich habe wirklich 2 billige Halfter und 3 billige Stricks, glaube ich, ne? Aber ich habe Stricke, oder? Deutsche Sprache. Oh, Stricke, 3 Stricke gekauft. Wir zeigen das noch später, was wir gekauft haben. Wenn nicht zu zweit, dann ich heute Abend zu Hause. Hier auf dem Parkplatz. Oder hier Parkplatz auf dem. Ja, das machen wir, es ist lustig. Okay. Mit McDonalds und so. Oder bei McDonalds. Du kannst auch McDonalds ins Auto holen und dann im Auto essen. Und dann ein Haul machen. Das ist cool. Machen wir so. So, wir gehen jetzt zu Crema und da ist jetzt auch nochmal Big Shopping angesagt. Denn, habe ich jetzt eigentlich schon gesagt, was du gefilmt hast, ich brauche noch ein Turnierjacket, eine Turnierhose und eine Trense. Vor allem, ich brauche ein Turnierjacket. Ja, ne? Weil du auf dem nächsten Turnier reiten. Weil ich nächste Woche losgehe. Nein. Okay, gehen wir los? Ich jetzt halt ein bisschen so. Es stürzt es mindestens einem ab. Das sehe ich jetzt schon. Ich sehe es jetzt schon kommen. Also, okay. Wir fangen an mit dem Crema Haul. Ich habe hier einen. Ja, kriege ich jetzt. Bodensteak, Arbeitssteak. Dazu habe ich auch noch so ein Gedöns. Denzel, genau, den man da durchschieben kann. Oh Gott, schöne Rums. Okay. Fangen wir ganz schnell durchlaufen. Eine Huf-Softcreme von Efeu. Das ist nämlich die, das habe ich jetzt an der Farbe erkannt. Ha. Deswegen brauchte ich auch noch Pinsel. Pinsel in so einer Dose von Showmaster. Das sieht ein bisschen abgekribbelt aus, ne? Soll so. Dann habe ich eine Ride-Hose, auch von Felix Bühler. Ich kann euch das sonst mal zeigen, wie die angezogen dann ausschaut. Hier mit so einem Ding und hier Vollbesatz. Richtig cool. Dann hier ist das Benzel in Roségold. Natürlich, den kann man noch rein. Sieht doch so Roségold aus, ne? Ja. Dann tatsächlich nur eine Fliegenmütze, nicht die passende Schabracke dazu, denn ich fand die voll schön. Ja, ne? Blau kann man ja immer kombinieren. Eben. Und ich habe ja diese beige. Also dann trinkst du es so. Wo ich noch kaufe irgendwann. Dann habe ich noch ein Schweifspray und das riecht so unnormal gut. Tropical Island. Kannst du auch ein bisschen in die Haare sprühen? Können wir nachher ein bisschen ins Schweißsprühen. In Schweißsprühen. Dann Desinfektionsspray. Björni, ich habe es endlich gekauft. Er sagt, kauf endlich ein Desinfektionsspray. Das darf man nicht kaufen. Weil seitdem ich eins gekauft habe, haben die Pferde ständig Dings zurück. Entschuldigung. Ich würde gerne was zurückbringen. Oh nein, bitte, oh nein. Vorher habe ich ab und zu mal eins geliehen, aber seitdem ich selber eins habe, ging das los. Basistraining von Bernd Hacke. Von ihm gucke ich mir ganz gerne die YouTube-Videos an. Jetzt brauche ich keine YouTube-Videos mehr gucken. Jetzt kann ich sein Buch lesen. So, alles hier wieder rein. Und jetzt fängt Christina mit ihrem sagenhaften Crema-Haul. Sie hat ganze 2 Sachen gekauft. Genau, einmal nochmal Glocken. Nochmal Glocken, die mir auch schon einmal ins Wasser gefallen sind. Die sind ja ins Wasser. Ja. Guck mal, hier schon benutzte. Oh, jetzt ist das Auto drauf dreckig. Ja, jetzt sind die. Naja, egal. Die werden ja eh nicht sauber bleiben. Nee, nachher. Und eine Hose. Ja, die sieht auch cool aus. Leggings-mäßige. Aber du hast Arschtaschen, sehe ich gerade. Ja, Arsch, aber da passt denn das Handy auch nicht rein. Aber hier? Ist nicht tief genug. Oh nee, ist nicht. Steckst mir mal ein Hosenbundchen. Echt? Ja. Also so die eine, die ich jetzt gekauft habe, die hat tatsächlich eine Handytasche. Richtig gut. Ja, hätte ich sonst auch, aber ich habe die nicht auf die Schnelle gefunden.
Aber ich fand sie cool. Okay, willst du Equiva machen? Dann Equiva machen. Und stehst du in die Tüte reißt gleich. Wir stehen übrigens auf dem Crema. Guck mal, man sieht Crema noch da. Und machen jetzt einen Haul im Auto. Also, ich habe noch mal einen ganz einfachen Schwamm zum Waschen. Oh, voll gut. Warum habe ich denn keinen mitgenommen? Weiß ich nicht. Auch noch einen 2,99? Voll gut, ne? Vor allem von diesem... Oh, ja, keine Ahnung. Dann haben wir noch Leckerlis gekauft. Die habe ich auch. Ein Wölbchen. Die sind gut zum Trainieren, weil die echt, die sind so klein. Das sind so kleine Pellets. Ja, mal gucken, ob ich das denn mal mache. Ich habe das immer vor. Aber ich sag mal so, ich habe schon mal so kleine gekauft. Die waren von, keine Ahnung mehr, die Marke. Und ich habe die neulich gefunden und die sind 2016 abgelaufen. So füttert Christine ihre Pferde mit Leckerlis? Gar nicht. Gar nicht. Dann nochmal Glocken von Waldhausen, dann reduziert. 20 Euro auch. Auch mit Fell, auch für Anlassen, hoffentlich. Ja. Zum Anlassen. Dann habe ich hier Erfol Hautlotion. Das ist, soll gut sein gegen, wenn sie sich scheuern. Meine Stute scheuert sich gerne den Schweif und sieht immer aus, wie als hätte sie eine Klobürste da oben. Aber ich habe auch gehört, dass von Balea, nicht Gerstengras, wie heißt denn das? Nee, in so ein Gras. Irgendwas Grasiges. Und das kann man benutzen auch hinten drauf und dann soll es auch nicht mehr scheuern. Ja, testen wir das mal. Das war ja auch natürlich wieder nicht günstig. Das gebe ich jetzt, ich habe das zu Hause. Dann gibt es noch einmal für Henny Leckerlis. Eine Kritz. Nur für Henny? Ich habe noch eine Tüte gemischte für die andere im Kofferraum. Und Tessie kriegt nichts. Und ja, Tessie gehört ja meiner Schwester und Fuge auch. Trotzdem. Ich hoffe mal so klar. Ja, die kriegen ja auch. Die kriegen ja auch einen ab, so ist es ja nicht. Aber den habe ich eigentlich in den Putzkasten. Okay. Und dann gibt es nochmal zwei Schwämmchen. Oh, so süß. Pferdeschwämmchen. Pferdeschwämmchen. Für jeden einen. Für den Putzkasten einfach mal zum Nüsse auswischen oder sowas halt. Und eine Longe. In blau-gelb. Ja. Ich habe eine richtig coole Longe. Das war's. Jetzt kommst du an meine Tüte ran. Ja, warte. Oh Gott, die reißt wirklich. Ich brauche beide Hände. Aber ist egal, wenn die reißt. Ich immer das hin. Ja, ist egal. Ist schon gerissen, ne? Warte. Nicht mit meinem Krüppelarm hier, da ist keine Kraft drin. Warte, ich hab gesagt. Komm, spring dich an. Da ist es ungefähr. Ich bin weg. Da. Tschüss. Ist egal. Guck mal, da ist was. Gucken wir mal rein, ne? Also, und jetzt lacht mich schon diese wunderschöne Longe an. Leute, bitte, guckt mal, wie schön die ist. Oh, ja. Eigentlich so, sieht man jetzt gar nicht, rosa, lila. Richtig cool. Dann habe ich noch den schönen Equiva Katalog mitgenommen. Einfach nur, weil das Cover schön ist. Ich bin auch so ein Cover-Cover. Jetzt hängst du dir wieder an die Wand. Ja, und ich habe noch so von welcher Marke ist das? Nösenberger, so ein Futterkatalog einfach mal mitgenommen, weil ich habe von denen jetzt hier, nee, das war von Lexa. Ich habe hier irgendwo noch was, guck ich gleich. Genau, ich habe hier von Lexa die Kräutermischung gekauft für Haut und Fell. Genau, mit Ringelblumen, Kamillenblüten, Ackerschachtelhalm, Klettenwurzeln, Brennnessel, Löwenzahn und Klebkraut, Mädesüßkraut, genau. Und wisst ihr Bescheid, habe ich gekauft hier. Dann, Leute, ich bin fast ausgeflippt, guck mal, wie süß. Oh mein Gott, von Pummel. Ja, stimmt, Friends. Pummel. Kamille. Mal gucken, ob er das mag. Aber eigentlich frisst er alles, der süße Drops. Dann habe ich noch als Probierpackung Bergwiesen Mash To Go von Marstall gekauft. 2,49. Mal gucken, ne? Dann ein Hufauskratzer, so ein No-Name-Ding, den ich einfach in der Box hängen lasse. Weil, ja, geht schneller mit dem Aufsetzen. Dann habe ich drei Stricks gekauft. Drei Stricke. Wo ist denn das? Wirklich drei gekauft? Ja, da. Glaube ich. Einmal einen Pink-Weiß-Schwarz für 3,99. Dann einen Braun, Blau, Weiß. Oh Gott, wie ich mich konzentrieren muss, die Farben zu nennen. Und ein in Blau, Weiß, Schwarz. Cool, oder? Und weil er ja so ein kleiner Dödel-Johann ist, habe ich ihn einfach noch so zwei No-Name-Stricke, Halfter gekauft. In Grau, Rot und Grau-Orange, Blau.
Und eins in so einer Farbe hier noch, auch ganz billig, ne? 3,99 nur, deswegen habe ich zwei mitgenommen. Ja, das ist meine Ausbeute. Und jetzt habe ich Hunger. Und jetzt gehen wir essen. Und jetzt erstmal alles einpacken. Und dann gehen wir reiten. Ja, und eigentlich wollte ich mein Pferd auch noch machen. Wahrscheinlich komme ich auch erst um 20 Uhr zu Hause. Aber ist egal. Ja. Mein Stall ist bis 22 Uhr offen. Scheiße, wir kriegen den... Scheiße sagt man nicht. Okay. Da, 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 da. Meine Hose ist gerade. Dieses ist grau. Oh einfach. Gott. So. So. Auf geht's. Oh, das war anstrengend. Ja. Wenn ich geritten bin. Ist auch schon voll beschlagen. Und die Leute gucken auch schon, was machen die da. So. Fahren los. Handy aus. Safety first. Handy anschneiden. Aus. Brille auf. Moin. 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 Bin da. Ja. Wo ist dein Ungetüm? Hallo. Das bist du, Schnecki. Ja. Ne? Du siehst gerade so klein aus, Schatz. Ja, aber wenn du gleich rauskommst, dann ist sie so. Zuckerschnecke. Darf ich vorstellen, das ist Gwenny. Oh Gott, was für eine weiche Nase sie hat. Oh, Knutschmaus. Ich daneben stellen? Ja, stell dich mal. Ups. Ja, okay. Schwupps ist sie weg. Ja. Und das Fessi. Hallo. Pippi. Fessi. Fessi sagt nö. Oh, wie so Maus. Möchtest du mir am Popo? Genau, Böse Tante. Ach, will sie. Ach, guck mal, wie ein störrischer Esel du. Oh. Zeig mal deinen halben. Oh, gut. Fein. Benny kriegt neue Schuhe. Ein Schuh. Das zweite Mal in 5 Wochen. Wurde reingeschmissen, ne? Oh, oh Puppi. Hi, Honey. Hi, Honey. Hallo. Hallo. Du bist auch noch da, ne? Oh Gott, Eselchen. Ihr Oris. Ja, und Blech für mein Kätchen. Hier sind die Kleider schon gekauft. Hier sieht man das hier mal nicht wirklich einfach weiß. Überhaupt nicht. Aber. Ich hab die Kamera an, ja? Na, Sophie? Ist eigentlich für dich? Ist eigentlich. Aber jetzt pass mal auf. Fette. Der liebt Lampe. Oh! Macht. Oh, für sie ärgert dich die Tante, ne? Oh. Laura, sie ärgert dein Pferd. Fessi, schnapp. Fessi, fass. Ja, das ist Fessi, die Leitung nicht. Na, Gundel? Das ist Gundula. Gundula. Nein, eigentlich heißt sie Gwennefer. Ja, ich weiß, Gundula. Ganz viel, ne? Und dann bist du Gundel genannt. Ja, Gundel. Gut. Hallo, bist du auch Gundula? Oh, er sagt, nee, ich das bin... Cordula. Ach, Cordula. Ich meine Gundula. Hallo, Cordula. Oh, jetzt ganz schnell, schnell, noch schneller. Oh, ich finde, oh, Hühner sind so süß. So, wir longieren jetzt das Jungspund, das junge Pferd, den Jungspund, wie auch immer. Wir haben hier halt eine kleine Halle zur Verfügung. Wie sieht denn eure Halle aus? Habt ihr hier Sandbogen gebaut? Süßes Baby. Ja.
Wir wollen dich runterfallen sehen, nein, um Gottes Willen. 12 Sekunden später. Gottes. Gundula. Oh, bitte nicht. So gut für die Vibes. Oh Gott, ey. Ich bin ehrlich, ne? Darko ist das komplette Gegenteil. Nein, die sieht man gar nicht. Hallo! Hessi, benimm dich. Klobürste. Oh, lustig. Oh, der Norden, ne? Genau, das ist gut. Der Star ist da. Ja, sie macht das mit Holzkohle. Den Schimmel wieder weiß. Aber guck, es wird heller. Aber die ist halt gerade überall gelb. Ich wollte nur wissen, wie das funktioniert. Wahrscheinlich aufgebraucht, bis das Pferd weiß ist. Jolly Jumper. Ja, wirklich. Ja, aber cool. Kleine Fleckchen sind immer noch vom Turnier irgendwie zu machen. Oh, süß, kleiner Elefant. Und wir eilen! Es nieselt zwar jetzt noch ein bisschen, aber wir haben jetzt trotzdem gedacht, wir reiten doch noch mal eine entspannte Runde aus. Ja, ich sehe aus wie ein Dulli mit meinem Helm auf dem Kopf. Aber egal. So, hallo. Wir sitzen auf Ross. Wir haben uns wieder raufgeschwungen. Kurzes Statement. Ja. Ja. Also, Christine hat einen eleganten Abgang gemacht, wie ihr gesehen habt. Mein Helm sitzt das so. Ding ist. Ja, ich hab gesagt, der ist zu hoch. Oh, wegen meinen Zöpfen. Ja. Okay, ja. Also das Ding ist, sie stand fast eine Woche. Also stand war halt nur draußen, weil das Eisen ja ab war. Wie man ganz am Anfang vom Video, glaube ich, sieht. Das wurde ja raufgenagelt. Oder hab mir ein neues gemacht, weil es ist ja weg. Und war wahrscheinlich ein bisschen mutig von mir, mich da gleich raufsetzen zu wollen. Und sie war auch ein bisschen grallig so beim Ablongieren. Aber ich dachte so, naja, wird schon schief gehen. Bisher war sie auch immer so artig.
Also sie war aber auch nicht gemein beim Longieren, nee, gar nicht. Also sie ist halt gelaufen. Und, sie hat das ist unser Problem eigentlich. Ich habe sie auch noch nicht so lange. So lange wie ich da komme. Genau, wir haben sie am selben Tag gekauft, die Pferde. Und ja, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja. Genau, das ist das Problem. Dass genau. sie dann gerne mal den Gang an schneller läuft als sie soll und bremst sie ja wieder aus, bringt sie wieder durch und daran arbeiten genau, wir jetzt, das sofern wir dann überhaupt zum Reiten kommen, weil hier ständig irgendwas ist. Und heute habe ich halt den Fehler gemacht, sie traben zu lassen, weil ich dachte, okay, da ist so viel Spannung im Pferd, das sieht man auch gleich beim Aufsteigen. Dann lasse ich sie jetzt halt eine Runde traben und pariere sie dann durch. Sie dachte, okay, dann galoppieren wir halt. Und als ich dann gesagt habe, nee, galoppieren jetzt aber nicht, hat sie gesagt, doch. Und tschüss. Doch, wir galoppieren aber. Und hat sich ein bisschen gewehrt. Und das war so lustig einfach. Ja, es hat sich, glaube ich, schlimmer angefühlt, als es aussah. Ich, ich hatte nicht direkt... Ja, ein bisschen verunsichert ist man, glaube ich, immer in so einer Situation. Aber ich hatte halt auch vor einem halben Jahr mir das Schiff gebrochen. Ja, drin. Sie ist also und vorbelastet. Und als ich dann stand, dachte ich so... Ich glaube, das wird nicht mehr besser. Runter hier. Und naja, was dann passiert ist, habt ihr gesehen. Das war so lustig, Christine. Ich weiß gar nicht, ob man das auf den Aufnahmen hört. Nee, wir haben ja zwischendurch auch geredet und Laura hat auch geredet. Christine sagt nur so, ich steig jetzt ab. Und mitten im Galopp wirft sie das Bein. Das jetzt stand. Aber sie stand, hat sich halt wieder erschrocken dann davon. Und ich bin halt hinten am Sattel. Oh nee, ey. Und dann sprang sie halt nochmal weg. Und wir haben noch Witze darüber gemacht, von wegen, aber nicht runterfallen. Ja, oh Mann, ey. Also sowas sollte man sein lassen. Ja. Naja, wir haben danach nochmal kurz an die Longe und so. Also jetzt ist Christine auch nochmal rauf, keine Panik. Ja. Wir waren dann nochmal an der Longe. Genau. Sie war immer noch ein bisschen spannend, deswegen haben wir nicht mehr viel gemacht, noch nicht mehr gefilmt. Nee, genau, ich hatte sie an der Longe, deswegen konnten wir dann auch nicht filmen und dann war es auch gut. Und deswegen gehen wir jetzt noch eine entspannte Runde mit den Senioren. Genau, 23 sind die beiden. Ja, guck mal. Deswegen können wir auch mal hier so schön ausreiten. Guck mal, kann ich die Kamera drehen? Ja. Ach nee, warte. Ich muss das einmal. So, das ist Fessi. Auch 23, das ist Christine, auch 23, 32. Henny, auch 32. Nein, 23. Vanessa, auch 23. Nein, 26. Nein, komm mal bitte so in die Fresse. Und hier sind die schönen Felder. Wir reiten jetzt entspannt und mal gucken, wieso. Oh, mein Fail. Henny. Nein, nicht essen. So. Guck, vielleicht will es sein, dass er ja gleich noch ein bisschen Kram und galoppieren fest darf. Sie hat erst eine Spritze, also Piste im Gelenk. Und darf wieder geritten werden, aber wir machen einfach eine Minute. Übertreibt sich auch. Genau. Dann kriege ich von der Splash noch mal gucken. Oh Gott. Seht ihr mal, dass das Scherz hat nicht umsonst den Knebel. Oh. Oh nein. Mausezahn. Ein Gebiss ist nur ein scharfes Cut. Richtig. Und guckt meine Zügel an, Leute. Also, ne? Hier. Oh, ich liebe das, ausreiten mit so älteren Pferden, wo du einfach auch mal entspannen kannst. So bei Darko oder so, da ist man immer so auf diese Alarmbereitschaft. Mal gucken, wie schön das hier aussieht. Oh. Sing, sing. Hi, das geht der Schenkel gleich besser. Alter, komm zurück! Weißt du, was ich meine? Ab nach Hause. Oh, der Stecker entspannt sich schon. Der Schimmel noch nicht so. Ein bisschen. Der schrabbelt ein bisschen langsamer über dem Boden. Oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen. So viel zu alte Pferde, ne? Ja, echt, ey. Also wirklich. Turbo. Wir haben echt Power. Ja, beide noch. Hat Spaß gemacht, Vanessa. Ja. Auch wenn ich kurz
Ich dachte kurz auch so, reitet sie hin. Ich springe über euch rüber. Ja, war das schön. Nein, war sehr cool. Ein aufregender Stalltag. Vielerlei Hinsicht, ne, per se. Ja. Es sind schon einige Tage vergangen und mir ist aufgefallen, dass ich dieses Video gar nicht beendet habe. Deswegen holen wir das jetzt ganz schnell nach. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Abonniert gerne unseren Kanal. Darüber würden wir uns auch riesig freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!